Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities XXL. Inzwischen schon Folge 9. Dafür, dass ich eigentlich nur 3 bis 5 Folgen machen wollte, doch schon eine ganz stattliche Anzahl. Ja, wer in der letzten Folge dabei war, der weiß, was wir noch zu tun haben. Unter anderem, jetzt habe ich gerade festgestellt, wir brauchen auf jeden Fall als allererstes Spitzenkräfte. Da haben wir einen richtigen Mangel. Das heißt, wir werden hier gleich mal einiges an Bauland schaffen für die Spitzenkräfte, damit wir das schon mal erledigt haben. Und wir müssen uns unbedingt darum kümmern, dass der Verkehrsfluss verbessert wird. Es ist jetzt wirklich an der Zeit. Deshalb werden wir uns mal um ein öffentliche Verkehrsmittel kümmern, das heißt Busse. Park and Ride, Busgesellschaft, Genau, also wir werden erstmal öffentliche Verkehrsmittel schaffen. Das ist mal das Erste. Das heißt, wir werden hier in diesem hinteren Bereich damit anfangen. Soweit wir es hier irgendwo hinbekommen. Jo, da hatte ich es fast. So. Also, dann haben wir das schon mal erledigt. Erst einmal. Verwaltung der Buslinien. Bus. Ja, und schon kommen die Führungskräfte wieder. So, also dann werden wir uns erstmal schnell noch um Wohnraum für die Führungskräfte kümmern, bevor wir hier weitermachen. Also es geht nach wie vor Schlag auf Schlag, wie ihr merkt. So, das heißt, wir werden Führungskräfte weiter hier ansetzen. Ja, so machen wir das. So, also weiter zu den netten Bussen. So, dann werden wir noch ein Park and Ride für die Busgesellschaft auch dazusetzen. Für den Umstieg, das werden wir hier reinsetzen. Hier ist massig Platz dafür. Das heißt, hier werden wir dann auch eine Haltestelle auf jeden Fall haben. So. Und hier werden wir eine große Endhaltestelle, werden wir gleich hier hinsetzen. Hier ganz in die Nähe auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, mehrere Buslinien natürlich dann zu bauen. Das heißt, als erstes werden wir mal hier, zack, eine hier hinsetzen. Dann werden wir eine direkt hier hinsetzen. Fahren dann nach oben. Hier einmal durch. Zack. So, dass wir wirklich da alle mitnehmen. Fahren hier rüber. So, wie fahren wir denn weiter? Nee, Moment, das machen wir nochmal weg. Wir fahren hier runter. Dann hier rüber. Wir werden das Ganze so machen. Und dann wieder hier hochfahren. So, zack. Damit hätten wir schon mal eine Haltestelle erledigt. Dann werden wir eine weitere bauen, und zwar hierhin. So, so können wir nämlich die nächsten Bereiche abdecken. Um dann in diesen unteren Bereich hier reinzukommen. Das werden wir nämlich auch gleich so tun. Dann fahren wir darüber. So. 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 Oh, jetzt müssen wir aber langsam aber sicher wirklich zurück wieder.
So, und dann wieder hier hin. So. Nicht genügend Arbeit für Spitzenkräfte. Das heißt, wir müssen für Arbeitsplätze sorgen. So. Okay. Besuchten ein Entspannungsseminar und kehrten niemals zurück. Sehr schön. Hacker haben alle Kundenkonten gelöscht. Es gab Mangel an Spitzenkräften. Ja, also insofern, man sieht auch hier, die Hightech-Industrie ist sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Nichtsdestotrotz werden wir dafür sorgen, dass neue kommen. So, und den Einwohnern fehlt es an Unterhaltung. Also auch das müssen wir in Ordnung bringen. Ja, Lebensumfeld. Ja, so ein Umweltforschungszentrum. Das könnten wir mal ein bisschen mit reinbauen noch. Das setzen wir mal hier rein. Direkt bei der Mülldeponie. So, ein paar Kleinigkeiten eben. Eine Mehrzweckstation. Ja gut, das 50.000 pro Monat, ne, das können wir uns nicht leisten. Brandschutzkontrollzentrum. Ja, das macht schon eher Sinn. Das könnten wir hier reinsetzen. Wie sieht es mit der Sicherheit da aus? Eine Mehrzweckstation, ja. Ja, mal eins nach anderen. Sonst wird das vielleicht ein bisschen zu viel. Indoor-Golf-Simulation. Das wäre doch das Richtige für unsere Spitzenkräfte hier unten. Was soll man hier so? Ein Speedboot-Hafen. American Football Feld kommt noch, Skaterpark, Ferienflughafen und ein Yachthafen, okay. Ja, eins nach dem anderen. Was haben wir hier für ein Problem? Gar keins. Ja, irgendein Problem muss es hier geben. Wahrscheinlich fehlt den Touristen etwas die Attraktion. Die Straßen sind total verstopft, ja. Was können wir noch machen? Wir können eine U-Bahn bauen. Oh, ein großer Parkplatz wäre natürlich auch sinnvoll. Ja. Da könnten wir vielleicht nochmal hier einen hinsetzen. Denn bislang haben wir es noch nicht so, dass wir auch wirklich in unser Industriegebiet herauskommen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen hier runter. Dann fahren wir lieber erstmal hier rein. Ja, das ist doof. Nee, 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 nee. Hier soll es rein. Naja, gut. Dann fährst du eben so einen Bogen hier. Ist mir auch recht. So, und dann fahren wir hier hoch. Fahren dann mal eben diesen Weg hier ab. Wir müssen dann hier runter, weil da haben wir eine Einbahnstraße gebaut. Wobei wir unter Umständen auch diesen Weg hier fahren könnten. Genau, und dann Abmarsch zurück. So, Entschuldigung, wenn ich da immer wieder mal am Husten bin. Ich war eigentlich bis gestern war ich noch ja, krank gewesen. Hab's noch nicht ganz auskuriert, aber mittlerweile zum Aufnehmen geht's wieder. So, was haben wir hier noch? Ja, scheint sich ein bisschen zu erholen. Ja, die Straßen sind nach wie vor total verstopft. Aber wir müssen jetzt mal aufpassen. Denn wir haben schon wieder sinkende Einnahmen. Sinkende Einnahmen heißen nichts Gutes. Das heißt, wir werden auch mal sehen, dass wir
noch mal ein paar Arbeitskräfte in anderen Bereichen bekommen, um mehr Steuereinnahmen zu erzielen und dementsprechend dann aber auch unsere, machen wir erstmal die Qualifizierten, ah, da haben wir auch die Großen, jetzt die Möglichkeit, und dann aber auch am Ende unsere, ach je, da müssen wir anders bauen. Das ist nicht schön. Dann bauen wir erstmal in die Richtung. Um dementsprechend auch weitere Arbeitsplätze zu bekommen, müssen wir dann die Industrie auch noch ein bisschen erweitern. Schwerindustrie, Produktionsgewerbe. So, Geld fließt in die Stadt, ja, und das ist immer schön. Wir brauchen als erstes, ich werde jetzt auch umschwenken auf die Schnellstraße, hier um außen rum zu bauen, also weiter mit der Schnellstraße bauen, dann denke, das ist wirklich nötig. Und das werde ich jetzt auch hier so aufteilen nochmal mit der Schnellstraße, denn alles andere macht meiner Ansicht nach momentan keinen Sinn, dadurch, dass wir ständig Probleme haben mit dem Verkehr. Also das müssen wir echt noch in den Griff bekommen. Aber das werden wir hinbekommen. Bin ich überzeugt davon. Früher oder später werden wir das schaffen. Ja, die Einkaufsmöglichkeiten erfreuen die Einwohner. Das ist natürlich sehr schön. Ja, meine lieben Spitzenkräfte. Wir werden vielleicht nochmal eine Möglichkeit schaffen, dass wir hier außen leichter rüberkommen. Das heißt, hier eine Schnellstraßenanbindung haben. Genau. So. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken. Am besten schauen wir mal in unseren Handel wieder herein. So, Geld. Abfallverwertung haben wir noch Probleme. Ungelernte Arbeitskräfte können wir raus. Qualifizierte Arbeitskräfte können wir rübersetzen. Führungskräfte. Hightech-Industrie haben wir. Produktionsgewerbe müssen wir dafür zurückfahren. Genauso wie Büros. Das ist alles okay. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt gleich entwickeln wird. Da werden wir mal nach vorne fahren ein bisschen. Das entwickelt sich gar nicht gut. So, liebe Freunde, wir haben da jetzt gerade ein richtiges Problem. Denn unsere Buslinien kosten doch einiges an Geld. 1210, 5078. Eieieiei. So, 20 Kilometer Buslinien. Und ja, ist alles ganz nett, alles ganz toll. Bis auf diese Bereiche ist eigentlich alles ganz gut erschlossen von den Buslinien her. Aber wir machen dadurch Minus. So, das heißt, wir versuchen, das Ganze ein bisschen aufzufangen, indem wir jetzt noch etwas für die Industrie tun. Während die Straßen immer noch total verstopft sind. So. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie sich das jetzt entwickelt. Jawohl, wir steigen wieder von den Einnahmen her. Das ist sehr schön. Ich freue mich. Das heißt, wir lassen es mal wieder ein bisschen schneller vorlaufen. Denn unser Ziel ist natürlich 200.000 Einwohner. Und da steuern wir stark drauf zu. So, wir müssen auch Büros wieder bauen. Das haben wir gesehen, Büros haben wir auch einen absoluten Mangel. Das heißt, wir werden hier direkt in diesem Bereich einige Büros einsetzen. Das heißt, ich schwenke ein bisschen weg von meinem eigentlichen Bereich, nicht genug Führungskräfte. Dann werden wir da auch gleich Abhilfe schaffen und Führungskräfte weiter
in die Stadt holen. So. So nicht. So. Hä? So. Ja, Führungskräfte kommen. Führungskräfte kommen. Wir könnten mal wieder ein kleines Hotel noch dazu bauen. Business Hotels. Da. Kleiner Dinner. Was haben wir hier? Ja, welches nehmen wir denn? Ja. Achso, in einer unverschmutzten exklusiven Gegend. Ah ja, okay, gut, alles klar. Dann bauen wir das doch mal hier. Ja. Ja, es war eigentlich anderweitig gedacht. Aber gut, das ist auch okay. Ja, hat keine Angestellten, produziert nichts, braucht ungelernte Arbeitskräfte. Ja, wer hätte es gedacht? Ja. Die Straßen sind total verstopft. Also irgendwie kriegen wir das noch nicht so ganz in den Griff, aber... Das werden wir schon schaffen. Das kriegen wir schon hin. Früher oder später kriegen wir das hin. So, was ist hier los? Der Betriebsausflug in die Wüste war fatal für die Angestellten. Das ist schon interessant, was da teilweise ist. Teilweise wirklich für, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, fadenscheinige Ausreden sind, dass die Angestellten nicht mehr zurückkommen. Den Chef würde ich gerne mal kennenlernen. Ach du großer Gott. Ach nein, ne, doch, passt. Passt. Jetzt dachte ich, ich habe bei den Büros hier, ja, nein, passt, ist okay. So, hier diesen Baubereich hier, den müssen wir noch irgendwie nutzen. Das heißt, wir werden das jetzt halt, soweit es möglich ist. Einzeln setzen. Ja, da ist nicht viel möglich, ne? Doch. So, das war's dann wohl auch. Ich könnte zwar hier in der Mitte noch reinsetzen, aber ich weiß nicht, ob ich da eine Straße durchbekomme. Deswegen versuchen wir das als erstes, hier eine Straße durchzuziehen. Ja, so ganz so funktioniert es nicht. Das werden wir nochmal testen. Nee. Kriege ich keine Straße durch. Das ist nicht so schön, aber gut. Ist nicht zu vermeiden oder nicht zu ändern. Besser gesagt, deshalb, ja, werden wir das anderweitig versuchen. Das heißt, ich werde hier diesen Platz nutzen. So. Ah, da habe ich doch noch. Da geht's noch, jawohl. Ja. So, jetzt warten wir einfach mal wieder ein bisschen ab. Und während wir abwarten, würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Weiter geht's in der nächsten Folge. Dann fehlt es in einem Monat wieder an Unterhaltung. Das heißt, wir müssen da wieder etwas tun. Wir müssen sehen, dass wir das in den Griff bekommen, dass wieder mehr Einnahmen in die Stadt kommen. Die 200.000 haben wir inzwischen erreicht. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen, ebenfalls unter diesem Video, ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.